Hallo Menschen, ich hatte gerade spontan Besuch, deswegen könnte es jetzt schon etwas dunkel sein und ich minimal angetrunken, aber ich wollte noch meinen Monatsrückblick drehen. Bevor wir zum Juli kommen, kommt noch ein Nachtrag zum Juni, was ich einfach nach dem Videodreh las, und zwar ist das White Zagasusi von Jean Rice. Das erzählt die Geschichte der Frau aus Jane Eyre, die eben nicht Jane Eyre ist. Also mehr kann ich euch nicht dazu verraten. Man könnte sagen, dass es ein Prequel zu Jane Eyre ist und außerdem eine andere Sichtweise, denn ihre Geschichte wird in Jane Eyre von jemand anderem erzählt und hier kommt sie unter anderem auch selbst zu Wort. Ich muss sagen, mir hat das sogar einen Tick besser gefallen als Jane Eyre, denn natürlich ist es auch interessant, wie in Jane Eyre halt eine Frau versucht, ihren Platz in der Welt zu finden, zu einer Zeit, wo das noch unglaublich schwierig war. Meiner Meinung nach sind hier aber halt noch zusätzlich viel mehr und interessantere Themen verarbeitet, unter anderem Imperialismus und Sklaverei. Und nicht nur, dass Frauen einfach keine freie Meinungsäußerung hatten, sondern dass direkt die Realität von Frauen verändert wurde, indem man über sie Dinge behauptet hat, die eventuell gar nicht stimmen. Was dann aber einfach niemanden interessiert. Wenn ein weißer Mann etwas über eine Frau sagt, dann war das halt so. Selbstverständlich hat der Mann recht. Was die Frau sagt, ist vollkommen uninteressant. Und der Mann erzählt die Geschichte der Frau. Und ja, insofern fand ich es noch einen Tick interessanter als Jane Eyre und kann es jedem empfehlen, der Jane Eyre auch gelesen hat. Als erstes im Juli las ich dann Silo von Hugh Howey, wozu es auch eine Einzelrezension gibt. Ich habe das Buch aktuell leider nicht mehr da, aber ich kann sagen, dass es eine Postapokalypse ist von den Umständen her, sich darüber auch eine leicht dystopische Gesellschaft entwickelt hat. Es war ein ganz interessanter Blick auf dieses Genre, aber schon sehr modern und sehr actionlastig. Insofern habe ich auch gesagt, es ist definitiv oberflächlicher gewesen als so die Klassiker in dem Bereich und nur empfehlenswert für Leute, die ja, die schon eher mal für eine Weile unterhalten werden wollen, aber jetzt nicht so sehr zum Nachdenken angeregt werden. Also das liefert es nicht wirklich, aber es war auf jeden Fall ja, amüsant. Es hat mich gut unterhalten für die 500 Seiten knapp und ich möchte die Reihe auch fortsetzen. Alles andere und genauere Details gibt es dann in der Einzelrezension. Danach lasse ich einen winzig kleinen Comic, nämlich Eric von Sean Tan. Das ist mein Lieblingskünstler, wie ich schon mal mehrmals eigentlich sogar erwähnt habe. Und das hier ist so unglaublich niedlich, weil nicht nur ist der Name eingestanzt, sondern auch die kleinen Augen. Ich meine, wie putzig ist das denn, dass man da diese zwei kleinen Punkte für die Äuglein ausgestanzt hat? Ich habe leider erst im Nachhinein erfahren, dass das eine Kurzgeschichte ist, die eigentlich Teil eines längeren Comics ist, also eines längeren gedruckten Bandes, wo halt mehrere Kurzgeschichten versammelt sind. Ich hätte mir dann im Nachhinein lieber den gesamten Band gekauft, aber in dem Comicbuchladen gab es eben diesen Eric hier. Man muss sagen, dass es einfach viel, viel niedlicher ist als The Arrival. Also das hier würde ich wirklich auch Kindern empfehlen. Gut, The Arrival ist jetzt auch nicht unglaublich kindungerecht, aber hier merkt man einfach, dass die Zeichnungen schon sehr süß sind und obwohl es eigentlich dieselben Themen behandelt, nur sowas wie Fremdheit und gleichzeitig aber auch Neugierde und Toleranz, ist das hier halt einfach wirklich putzig. Und grundsätzlich bekommt der Autor einfach für so gut wie alles, was er macht, eine Empfehlung von mir. Die Zeichnungen sind immer toll. Am besten für mich immer noch eben The Arrival, aber auch das hier war sehr süß. Dem folgte dann Things Fall Apart von Chinua Achebe. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Es gilt als Meilenstein der nigerianischen, aber auch der afrikanischen Kultur, weil hier wohl so mit als erster, vielleicht sogar als erste, eben ein nigerianischer Autor selbst über das Eindringen der Kolonialmächte geschrieben hat und nicht nur weiße Beobachter, die das dann eventuell nach Europa getragen haben. Hier wird eben beispielhaft an einem nigerianischen Dorf, beziehungsweise auch so dem Clan drumherum, wiedergegeben, wie Kolonialmächte, aber auch christliche Missionare eindringen. Und jetzt ist es so, dass ich mit Missionaren jeglicher Ideologie an sich sowieso ein großes Problem habe. Und trotzdem war ich noch mal extra erstaunt, wie schlimm und dreist ich das fand, als diese Missionare sich in dieses Leben hier eingemischt haben. Und obwohl sie ja eigentlich auch unter anderem gute Dinge mitbringen und obwohl die Gesellschaft, die vorher herrschte, für mich auch alles andere als erstrebenswert ist, fand ich das trotzdem unglaublich erschütternd, auf welche Art und Weise die halt ihre Lebensweise auf andere übertragen. Die Gesellschaft, die wir vorher hier finden, ist auch absolut nicht prickelnd. Es ist eine patriarchale Gesellschaft, die zu 99% auf Aberglauben beruht und auch
jegliche Handlungen so auf ganz feste Traditionen baut. Also es gibt kaum natürliche Interaktionen zwischen Menschen, so ein ganz normales Gespräch, sondern alles ist so an Riten gebunden und selbstverständlich sind Frauen überhaupt nichts wert. Ehre, Stolz, das sind Worte, mit denen hier viel hantiert wird. Das ist nichts, was ich erstrebenswert finde, aber das, was dann danach kommt, auch nicht. Das soll natürlich nicht heißen, dass das Buch schlecht ist. Ganz im Gegenteil, ich fand es sehr gut beschrieben. Nur, ja, ist mir halt keiner sympathisch. Ich finde eigentlich alles furchtbar, was passiert, aber das Buch würde ich trotzdem empfehlen. So, dass die erste Hälfte oder vielleicht zwei Drittel des Buches werden vergleichsweise ruhig erzählt. Man erlernt halt so das Leben in diesem Dorf kennen, viele Riten und traditionelle Begriffe, auch der Alltag, das baut sich alles so allmählich auf und wird sehr, sehr lebendig. Und so ab zwei Dritteln kommen eben dann die christlichen Missionare und man merkt auch, dass die Erzählweise schneller wird, dass es viele Zeitsprünge gibt und mehrere Dinge einfach gleichzeitig passieren. Und ganz am Ende läuft es eigentlich nicht nur darauf hinaus, dass halt die weißen Leute kommen und ihre Lebensweise anderen aufdrücken, sondern vor allem, dass sie sich dann auch noch berufen fühlen, die Geschichte dieser Menschen zu erzählen. Das ist halt auch die Grundkritik dieses Autors, dass halt bis jetzt immer von den Eroberern erzählt wurde und eigentlich nie aus Sichtweise derjenigen, die vorher dort gelebt haben. Von mir grundsätzlich eine Empfehlung. Es gibt eine Sache, die ich nicht mochte, nämlich dass die Charakterisierung grundsätzlich immer direkt erfolgt. Also es steht immer dort, okay, er war wütend, statt dass man das vielleicht irgendwie subtil beschreibt und der Leser müsste sich das selbst denken. Das kommt nie vor, sondern immer so direkt. Aber ansonsten empfehlenswert. Und danach las ich Echopraxia von Peter Watts, wovon ich leider ziemlich enttäuscht war. Es gibt eine Einzelrezension, wo ich das noch etwas genauer ausklamüsere. Ein Science-Fiction-Roman, der wohl eigentlich Wissenschaft und Glaube so ein bisschen vereinen sollte. Wir sind so weit fortgeschritten, dass das Ganze sich durchmischt, aber viele Dinge wurden einfach überhaupt nicht erklärt und ich habe auch keinen Zugang zur Welt oder zu den Charakteren gefunden. Leider nichts für mich. Als nächstes las ich dann Die Rückkehrer von Mile und Olivier Morel. Es ist eine Kollaboration zwischen einem französischen Comiczeichner und einem französischen, aber in den USA lebenden Dokumentarfilmer, der auf die Folgen von Kriegseinsätzen auf Soldaten eingeht, speziell nochmal nach dem Irakkrieg. Das heißt, hier ist viel die Rede so von PTSD, auch Alkoholismus und Depressionen, aber es werden auch so Organisationen behandelt wie Veterans Against the War. Was ich sehr angenehm fand, ist, dass es aus der Sicht dieses Dokumentarfilmers geschrieben ist, dass er wirklich unser Protagonist ist. Und deswegen kommt es nie irgendwie zu so verallgemeinerten Aussagen wie die USA sind böse, sondern er sagt immer so, ah, ich habe mich jetzt extrem unwohl gefühlt in der Situation oder als ich erfahren habe, dass die USA das und das machen. Aber es gibt nie so eine einseitige Verurteilung. Den Zeichenstil fand ich toll. Es sind eher so krakelige Linien mit Wasserfarben. Meistens ist es schwarz-weiß oder beziehungsweise so Graustufen und dann allerdings so rostbraun, rötlich, wenn es um den Krieg geht. Und dann gibt es nun Seiten, die komplett rot sind, wo also komplett die Geschichte in die Geschichte eingetaucht wird. Oder manchmal wird aber auch nur das Radio rot gezeichnet, wenn eben da gerade ein Bericht über den Krieg kommt. Oder eben die Köpfe von Menschen, wenn sie sich in ihren Erinnerungen verlieren. Also das fand ich extrem gut gemacht. Auch wie gesagt, wie das Thema behandelt wird, wie daran gegangen wurde. Und das bekommt von mir wirklich eine Empfehlung, sowohl für die Zeichnungen, für die Extrem und aber auch für die Erzählweise. Dem folgte dann Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Dazu gibt es auch eine Einzelrezension und es gefiel mir grundsätzlich sehr, sehr gut. Hier wird viel über kulturelle Identität, Rassismus und Fremdbestimmung gesprochen. Wir folgen zwei nigerianischen Menschen, die ursprünglich beide mal in die USA wollten, dann aber an verschiedenen Ecken landen, teilweise als Illegale, teilweise extreme Probleme haben. Und alles Weitere erfahrt ihr dann in der Einzelrezension. Grundsätzlich aber eine Empfehlung von mir. Danach lasse ich dieses kleine Heftchen vom Dalai Lama. Ethik ist wichtiger als Religion. Das kostet 4,99 €. Allerdings ist es kostenlos als E-Book verfügbar. Das heißt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich als E-Book gekauft. Aber auch ansonsten, naja, 5 € okay. Grundsätzlich bin ich hier der Meinung, dass er mit allem Recht hat. Allerdings postuliert er das manchmal so als allgemeingültige Wahrheiten, dem halt nicht jeder zustimmen wird. Ich gebe euch ein Beispiel. Bla bla bla. Dabei sind wir doch alle auf dieselbe Weise geboren und sterben auf dieselbe Weise. Es ergibt wenig Sinn, mit Stolz auf Nation und Religion auf dem Friedhof zu landen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Das Problem ist nur, dass halt andere Menschen das komplett anders sehen und deswegen bringt es nichts, das hier so als eine endgültige Wahrheit hinzustellen. Andere werden sagen, nö, das ergibt sehr wohl Sinn und deswegen ist es halt hier wirklich nicht gut argumentiert.
Auch noch ein zweites Beispiel dazu. Es ist meine Überzeugung, dass die menschliche Entwicklung auf Kooperation und nicht auf Wettbewerb beruht. Das ist wissenschaftlich belegt. Also meiner Meinung nach ist die natürliche Veranlagung zu Güte, Mitgefühl und Fürsorge eine Sache, über die die Philosophie seit Jahrtausenden diskutiert. Und er sagt, so ist es. Menschen sind empathisch, wir fühlen mit den anderen mit und wir lieben die anderen. Und das ist halt so, es macht sich die ganze Sache meiner Meinung nach etwas leicht. Den einzigen konkreten Lösungsansatz, den er bringt, ist, wir brauchen Bildung. Und auch da gebe ich ihm recht, aber das ist halt so eine Sache. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, wir brauchen Bildung, dann ändert sich halt noch nichts. Das erklärt uns noch nicht, wie wir unseren Staatshaushalt halt auf Bildung umstellen sollen. Das bringt uns halt leider nicht voran. Es ist auch so, dass ganz vorne ist halt ein kurzes Essay und dem folgt dann ein Interview zwischen dem Dalai Lama und Franz Alt. Die beiden sind auch befreundet. Und ich habe es jetzt nicht nochmal genau nachgeprüft, aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann kommen 99% des Essays wortwörtlich nochmal in dem Interview vor. Ich weiß nicht, was zuerst war, ob er erst das Essay geschrieben hat und dann das Interview, aber im Nachhinein muss ich dann schon mal sagen, wenn der reine Inhalt vielleicht so aus 10 Seiten besteht, die dann nur noch mal in dem Interview irgendwie kopiert wurden, dann sind 5 € eigentlich doch wieder ein Tick zu viel. Also erst dachte ich mir, okay, 5 € für den Dalai Lama ist schon in Ordnung, aber es ist nicht viel Inhalt drin, wenn man mal durchguckt dann. Also wie gesagt, meiner Meinung nach hat er recht. Ich habe auch ein sehr säkuläres Verständnis der Welt, aber es ist halt wirklich nicht besonders gut argumentiert. Zugegeben, ich hätte auch nicht erwartet, dass jetzt der Dalai Lama oder auch nur irgendjemand eine Schrift veröffentlicht, die Extremisten, egal welcher Richtung, vom Gegenteil überzeugt oder zu mehr Menschlichkeit überredet. Aber vielleicht hätte es zumindest geholfen, wenn man nicht einfach so behauptet, sondern irgendwie ein bisschen logisch argumentiert und vielleicht auch belegt oder so, weil er ja, stellt eine Behauptung nach der anderen fest, eine gute, eine positive, die uns alle glücklicher machen würde, aber leider ist es halt nicht so. Insofern würde ich euch empfehlen, es halt kostenlos als E-Book mal zu lesen. Es ist eine ganz interessante Lektüre, aber wird die Welt halt leider nicht verändern. Danach kamen dann die Gedichte von Hilde Domin dran. Eine wunderschöne Ausgabe für nur 12 €, glaube ich, genau, in der Fischer Taschenbibliothek. Alle ihre Gedichte und das ist eine absolute Empfehlung von mir. Sie schreibt meistens ohne festes Reimschema oder Metrum, es sind freie, fließende Verse, in denen es viel ums Exil, um Vergangenheit und um Familienbande geht. Oft wird es doch in eher in drückenden Bildern beschrieben, also es ist selten, dass sie jetzt wirklich sehr, sehr fröhlich wird. Und ich habe vor, nochmal ein Video zu drehen, wo ich so ein paar Einsteigerempfehlungen für Lyrik gebe. Da wird sie unter anderem dabei sein und da werde ich auch sehr viel zitieren, aber für heute nochmal ein ganz kurzes Gedicht als Empfehlung. Es heißt Andere Geburt. Mutter, dein Tod ist unsere zweite Geburt, nackter, hilfloser als die erste, weil du nicht da bist und uns nicht in den Arm nimmst, um uns vor uns selber zu trösten. In Abständen schreibt sie auch über das Schreiben an sich und über die Macht der Worte und der Herr Reich-Ranicki hat hinten drauf geschrieben, wenn ihre Gedichte etwas aktivieren sollen, dann im Leser, den Menschen. Sie glaubt an die Erlösung durch das Wort, durch die Sprache und ja, bei mir hat sie das absolut erreicht. Ich finde ihre Lyrik großartig und kann sie euch nur ans Herz legen. Dem folgte dann Die Frau und der Affe von Peter Hoeg. Das war seltsam. Also hier wird ein Affe eigentlich auf einem Schiff mit anderen Tieren zusammen nach London gebracht und es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass er anscheinend eine höhere Intelligenz besitzt als normale Affen, denn er wirft zum Beispiel die Crew von Bord und crasht dann da in so einen Yachthafen und flieht erstmal. Er wird allerdings wieder eingefangen und in das Haus eines recht hohen Biologen gebracht. Dessen Frau, die titelgebende Frau, die übrigens starke, so versteckte Alkoholikerin ist, beginnt dann ja, mehr oder weniger eine Beziehung zu diesem Affen aufzubauen. Die Sprache ist dabei recht trocken, manchmal wirkt es sogar richtig verstaubt irgendwie und es gibt auch so gewisse nüchterne Beschreibungen, die ich ganz nett finde. Ein Beispiel dafür, wie es gut gemacht ist, meiner Meinung nach. Madeleine war in einem Haus aufgewachsen, in dem die Frauen die Männer mit Erotik gekauft, die Erwachsenen die Kinder mit Spielzeug bestochen, die Kinder sich Zugeständnisse durch Hysterie oder Zärtlichkeiten erworben hatten und sich der ganze Clan mit Geld in die besten Kreise und die dänische Geschichte eingekauft hatte. Und das beschreibt halt innerhalb eines Satzes, so eine komplette Familiengeschichte. Ich finde, das funktioniert sehr gut und an anderen Stellen leider nicht. Das ist auch so eine Seltsamkeit von ihm. Manchmal beschreibt er Dinge im ersten Teil des Satzes, die aber gar nicht wirklich sind. Zum Beispiel sitzt Madeleine einmal in dem Garten und vor ihr der Affe
Und dann steht dort, ja, plötzlich war hier ein Ast mit einem Pfirsich am Ende. Ach nein, es war doch kein Ast, es war der Arm des Affen. Ich mir sagte, was? Warum wird das erst so ausgedrückt und warum sollte sie auch nur eine Sekunde lang gedacht haben, dass das jetzt ein Ast ist, wenn der Affe vor ihr sitzt und ihr offensichtlich ein Pfirsich reicht? Das, ja, also von der Schreibweise her hat es mich irgendwie diesmal nicht so überzeugt. Ich las von ihm ja schon Der Plan von der Abschaffung des Dunkeln und Fräulein Smilas Gespür für Schnee, die mir beide grundsätzlich etwas besser gefallen, unter anderem auch noch wegen anderer Punkte. Eines dieser Beispiele wäre, dass diese Tier-Mensch-Beziehung natürlich so Fragen zur Zivilisation aufwerfen soll und einem zur Kritik und wie wir andere Tiere behandeln, also unter anderem auch so Tests, die wir dran durchführen. Das finde ich an sich auch gut und wichtig, dass darauf hingewiesen wird. Allerdings passiert das hier schon auf eine arg plumpe Art und Weise. Ich gebe euch kurz ein Zitat, was dann der Affe sagt. Ja, der Affe kann dann reden, er wird auch eher so als Affenmensch bezeichnet und er sagt dann so: Nur eines sollt ihr bitte bis dahin im Gedächtnis behalten, nämlich wie schwer es ist, mit Sicherheit zu sagen, wo in jedem von uns das aufhört, was ihr Mensch nennt, und das anfängt, was ihr Tier nennt. Und das ist mir zu, das hat man schon 10.000 Mal gehört. Ja, was macht den Mensch zum Menschen? Das hat mich jetzt wirklich nicht zum Nachdenken angeregt. Ja, und ich finde, man hätte halt wirklich viel draus machen können. Ich meine, natürlich stehen da so Fragen dahinter, wie wir halt den Lebensraum von Tieren einfach so verändern, weil uns das jetzt in den Kram passt und was wir halt zur Artenerhaltung beitragen oder wie wir halt vielleicht die letzten Arten auch noch abschlachten. Aber dann ist auch immer so unterschwellig so ein Ton, dass also die Madeleine, die flieht dann zusammen mit dem Affen, wie sie so in ein biblisches Paradies zurück wollen. Dazu noch mal kurz sogar den letzten Satz. Kurz vorher ging es um ein Puzzle und dass am Ende immer die Teile des Himmels übrig bleiben, weil die halt alle blau sind. So. Sie sagt: Die letzten Teile, sagte sie, das ist nicht nur blauer Himmel, das ist ein Engel. Was ist das, ein Engel? Fragte der Affe. Madeleine schüttelte den Kopf. Das habe ich nie ganz begriffen, antwortete sie. Aber vielleicht ein Drittel Gott, ein Drittel Tier und ein Drittel Mensch. Ah, nee, das war mir irgendwie zu. Also nicht so ganz für mich. Dazu kommt halt auch noch, dass das Problem, was ich mit solchen Protagonisten habe: Madeleine ist zusammen mit einem reichen Mann, kommt aus einer reichen Familie und langweilt sich halt und weiß nichts in ihrem Leben anzufangen. Und wenn ich dann manchmal so davon höre, was reiche Leute halt so für Probleme haben, das kann ich manchmal nicht so ganz ernst nehmen. Genauso, das Ganze konzentriert sich meistens auf sie, weswegen wir von ihrem Mann nicht wirklich erfahren, was seine Beweggründe sind. Also sie versucht den Affen dann unter anderem auch vor ihrem Mann zu beschützen und ja, warum der plötzlich als Biologe Tiere einfach nur noch ausnutzen will, das ist auch nicht so ganz ersichtlich. Offensichtlich ist er machthungrig, okay, aber das wird nie wirklich beschrieben, da wird nie drauf eingegangen. Wir erfahren von ihm eigentlich nichts. Er ist auch so extrem charakterlos einfach. Und dann auch nur so die Frage, sie überwindet so von einem Tag auf den anderen ihren Alkoholismus, und nachdem sie dem Affen ins Gesicht geschaut hat. Und selbstverständlich verliebt sie sich dann auch in ihn und schläft dann auch mit ihm. Was ich schon in normalen Romanen zwischen Menschen immer total seltsam finde. Ich meine, warum hätte die ihm nicht einfach helfen können, ohne sich in ihm zu verlieben, vor allem ohne mit ihm zu schlafen? Und auch das Ende, was da so noch passiert, fand ich doch etwas fragwürdig und seltsam. Ich kann es euch jetzt natürlich nicht erzählen. Ja, allgemein nicht so ganz für mich. Ich glaube, ich hätte es mehr gemocht, wenn es sich für eine Richtung entschieden hat. Also wenn es jetzt ein Science-Fiction-Roman hätte sein wollen, also sich mehr so auf die Intelligenz der Affen konzentriert hätte, wie in Planet der Affen eben, oder wenn es eine Charakterstudie gewesen wäre, sich nämlich mehr auf den Alkoholismus der Frau konzentriert hätte und ihre Beziehung zu dem Mann und so, oder wenn es halt darauf eingegangen wäre, wie wir Menschen mit den Tieren und mit unserem Planeten umgehen. Okay, alles wäre mir lieber gewesen als das hier, wo er versucht, alles zu machen und irgendwie nichts so richtig am Ende hinkriegt, meiner Meinung nach. Also, das hat mich von ihm eher enttäuscht. Ich finde immer noch, dass er ein sehr guter Autor ist, aber vielleicht doch lieber mit was anderem anfangen. Danach kam dann ein weiterer Höhepunkt diesen Monat. Das waren die Gedichte von Hans Sahl. Auch dazu gibt es eine Einzelrezension, in der ich euch auch ganz viel zitiere. Deswegen will ich jetzt hier noch kurz halten. Die Themen sind ähnlich zu Hilde Domin. Es ist viel Vergangenheitsbewältigung. Die Frage, beide waren im Exil. Bei vielen geht es halt darum, zu erinnern, dass die Dinge einfach nicht in Vergessenheit geraten und mitunter eben auch um die Kraft der Worte und das Schreiben an sich wird behandelt. Also von mir eine Empfehlung, und schaut mal in das Video rein, da zitiere ich viel aus dem Buch und jedes Zitat ist es wert, zitiert zu werden. Und als letztes diesen Monat, ehrlich gesagt, eine kleine Überraschung war dann Tomorrow and Tomorrow von Thomas Carl Swetherlich, falls man ihn so ausspricht.
Ich sage Überraschung, denn nach Echopraxia war ich erstmal so ein bisschen vorsichtig mit Science Fiction. Außerdem hatte ich hier auch noch die Befürchtung, dass es eher ein Krimi-Roman im Science Fiction-Gewand ist. Aber es hat sich als sehr, sehr gut herausgestellt, so gut, dass ich dann noch eine Einzelrezension dazu drehen werde. Deswegen würde ich es jetzt für heute kurz halten. Es ist tatsächlich eine Kriminalgeschichte, aber die Science-Fiction-Elemente sind so präsent, dass es mir immer noch gefallen hat, dass ich mich wohlgefühlt habe. Und die Welt fand ich auch viel, viel lebendiger als in Echopraxia. Und alles Weitere kommt dann demnächst. Ja, aktuell lese ich zusammen mit Lotte noch American Gods und außerdem ist für den August noch fest geplant die Odyssee zusammen mit Sophie von Verstand. Alles andere kommt dann so, wie ich gerade Lust habe und ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer bin ich daran interessiert, wenn ihr irgendetwas zu sagen habt zu dem, die ich gelesen habe, zu denen, die ich noch lesen werde. Und dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald!